Und Stefan, jetzt müssen wir tapfer sein, ne? Weil wir sagen jetzt, tschö, Jana. Sie verlässt uns nämlich hier bei Sport 1. Ja, ist emotional. Wir freuen uns, dass du den nächsten Schritt machst in deiner Karriere bei einem Sender, den ich auch sehr gut kenne. Wir sind also weiterhin Kollegen. Und bevor wir dir ein paar Blumen noch überreichen, das macht der Stefan, wollen wir noch mal kurz reinschauen. Es war der Mai 21. So sah deine erste Sendung aus. Oh Gott. Oh, jada, jada. Aber du bist nicht älter geworden. Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich natürlich und ich weiß nicht, wo ich aufgeregt war. War gestern beim Spiel der Kölner oder heute bei meiner Premiere? Die Aufregung, liebe Jana, die hast du schnell abgelegt. Du warst ein toller Teil dieses Teams. Ich habe sehr gerne mit dir zusammengearbeitet. Wir wünschen dir alles Gute. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ne? Einfach mal vorbeischauen. Danke. Oder auch auf dem roten Stuhl Platz nehmen. Danke, danke. Stefan, jetzt weite deines Amtes. Vielleicht nicht so richtig, aber die Band spielt von Trude her, niemals geht man so ganz, ein Stück von dir bleibt hier. Du als Kölnerin kennst das natürlich. Also alles Gute. Danke, und danke. Ein Satz noch wollte ich sagen von Stefan und mir, für die vielen Damen und Herren, die hier im Hintergrund die Arbeit machen. Die stehen immer sonntags hier um 5 Uhr parat. Bauen das Set auf, helfen uns, dass wir dann hier fröhlich über Fußball fachsimpeln können. Also danke allen, die hinter den Kulissen da mitwirken. Ich aber auch noch ganz zum Schluss. Ja, bitte, bitte. Erstmal an meine liebste Sonntagsfamilie hier. Ich habe mich wirklich auf jeden einzelnen Sonntag immer sehr gefreut mit euch und vor allem natürlich an Sport 1. Auch wenn es für mich zurück in die Heimat geht nach Köln, bleibt Sport 1 für immer mein Heimatverein. Ja, die haben mir die Möglichkeit gegeben, Moderatorin zu werden und deswegen, das werde ich nie vergessen. Danke, danke. Jana, mach's gut.